Großeinsatz der Polizei am Dienstagabend in Nürnberg. Offenbar hatte es am Nachmittag in einem Wohngebäude im Erdgeschoss eine Auseinandersetzung gegeben. Weitere Ermittlungen hätten zu der Annahme geführt, dass sich eine Person und Waffen in der Wohnung befinden könnten, teilte die Polizei mit. Das Gebiet um die Wohnung wurde weiträumig abgesperrt und Spezialeinheiten alarmiert. Da die Polizei keinen Kontakt zu möglichen Personen in der Wohnung herstellen konnte, wurde die Wohnung gestürmt. Dabei kamen durch das SEK auch Blendgranaten zum Einsatz. In der Wohnung wurden allerdings keine Personen aufgefunden. Die Durchsuchung und Ermittlungen dauerten bis zum Vormittag weiter an. Zudem durchbrach eine Person die Polizeiabsperrung mit einem Fahrrad. Sie wurde durch Beamte gestoppt und musste später noch zu Boden gebracht werden.